Hello! Herzlich willkommen zu meinem Lesemonat für den Juli 2020. Ich habe es diesen Monat geschafft, 5 Geschichten zu beenden. Dementsprechend legen wir jetzt einfach mal los. Das erste Buch, was ich im Juli las, war Schuldig von Kanaye Minato. Das ist ihr zweiter im deutschsprachigen Raum erschienener Roman. Von der Aufmachung her sehr, sehr ähnlich wie ihr erster Roman Geständnisse, den ich abgöttisch geliebt habe. Dazu gab es auch eine Rezension hier. Das sind völlig unabhängig voneinander lesbare Romane, vollkommen andere Charaktere, anderes Setting etc. Eins jedoch haben die beiden Bücher relativ gemeinsam. Das ist der, wie ich finde, relativ besondere Art, wie Minato es schafft, die Geschichten zu erzählen. Wir haben hier bei beiden Romanen immer so einen besonderen Aufbau der Geschichte, der, wie ich finde, relativ atypisch ist von dem, was man aus dem deutschsprachigen bzw. amerikanischen Raum, dem westlichen Raum sozusagen kennt. Hier geht es um 5 Schulkameraden, die einen Ausflug gemacht haben zum Ende ihres Studiensemesters. Und bei diesem Ausflug ist einer dieserjenigen ums Leben gekommen. Unsere Geschichte startet einige Jahre später. Unser Fokus in der Geschichte wird auf Katsuhiya gelenkt. Das ist eben einer der Überlebenden sozusagen, wenn man das nennen möchte. Und es beginnt damit, dass Katsuhiya einen seltsamen Drohbrief bekommt, beziehungsweise nicht er, sondern seine Partnerin, mit der er relativ frisch zusammen ist. Und in diesem Brief wird Katsuhiya als Mörder beschuldigt, eben von dem Freund, der damals bei diesem Urlaubstrip ums Leben gekommen ist. Katsuhiya ist nicht der Einzige, der diese Briefe bekommt. Es stellt sich dann heraus, dass wirklich alle der 4 verbliebenen Freunde aus diesem Urlaub diese Briefe bekommen haben, und Katsuhiya beginnt dann so ein bisschen auf Spurensuche zu gehen, wer diese Briefe geschrieben haben könnte, und ja, dadurch auch gleichzeitig seinen ehemaligen Freund, der eben ums Leben gekommen ist, nochmal im Nachhinein besser kennenzulernen. Ich fand die Geschichte richtig gut. Verglichen mit Geständnisse hat es mich hier nicht ganz so sehr gepackt. Ein bisschen schade fand ich, dass ungefähr zur Mitte hin des Buches die Geschwindigkeit so ein bisschen nachgelassen hat. Dementsprechend habe ich dem Ganzen 3,5 von 5 Sternen gegeben. Obwohl mich jetzt diese Geschichte nicht ganz so sehr gepackt hat wie Geständnisse, bin ich weiterhin ein Fan von Minato und von ihrem Schreibstil und freue mich auf jeden Fall, wenn noch mehr Bücher von ihr hier im deutschsprachigen Raum veröffentlicht werden. Dann begann die Zeit, in der Shari genau das gelesen hat, was, von dem ich immer lauthals in die Welt gebrüllt habe: Jugendbücher, Romance, geht mir weg damit. Die nächsten Bücher sind genau das. Nicht unbedingt Jugendbücher, aber Romance. Als allererstes las ich Carry On von Rainbow Rowell. Ich liebe Fangirl von ihr, und man kann sozusagen sagen, dass Carry On und die weiteren Simon Snow Bände, die kommen bzw. schon erschienen sind, durch Fangirl entstanden sind. In Fangirl hat ja Rainbow Rowell diese Simon Snow Welt erschaffen als ein fiktives Fandom für ihre Geschichte Fangirl. Sie beschreibt hier am Ende auch sehr, sehr schön, warum es dann jetzt Simon Snow Geschichten gab, weil sie einfach das Gefühl hatte, dass die Geschichte von Simon Snow noch nicht auserzählt ist. Es hat sehr, 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 sehr viel Ähnlichkeiten zu Harry Potter. Wir haben hier eine Schule, in der eben magisch begabte Jugendliche erlernen, wie sie mit Magie umgehen können. Das Magiesystem ist für mein Empfinden ein bisschen anders wie bei Harry Potter. Generell fand ich das Worldbuilding um diese Schule herum, um diese magische Welt herum, die Rainbow Rowell erschaffen hat, für mein Empfinden schlüssiger als in den Harry Potter Geschichten. Don't judge me. Rainbow Rowell sagt aber auch von sich selbst, sie wollte nie was anderes schreiben, was halt irgendwie besonders anders ist wie Harry Potter, sondern sie wollte halt für die Geschichte Fangirl ein Fandom haben, was wie Harry Potter ist. Sie wollte aber kein bestehendes Fandom nutzen und hat sich dementsprechend Simon Snow ausgedacht. Das kann ich auch sehr gut verstehen, und wenn man das Ganze so ein bisschen weiß, dann finde ich, stört es nicht, und wenn man das halt nicht als störend empfindet, kann man mit diesen Büchern unglaublich viel Spaß haben. Ich habe dem Ganzen 4,5 von 5 Sternen gegeben, und bevor ich jetzt, ich soll vielleicht auch nochmal kurz erzählen, worum es geht. Es gibt in dieser Welt den sogenannten Humdrum. Das ist, wenn man so sagen möchte, der Ernstfeind von
den Magiern von der magischen Welt, der Humdrum, droht, die Magie zu zerstören. Und Simon Snow ist der prophezeitejenige, welcher den Humdrum besiegen soll. Wir begleiten dementsprechend Simon Snow in seinem letzten Schuljahr auf der Schule, wie er den Humdrum bekämpft und alles Weitere, was eben zu seinem letzten Schuljahr dazugehört. Es gibt hier Herzschmerz, es gibt hier Liebe, es gibt Action. Ich fand es sehr gut, auch wenn ich sagen muss, dass tatsächlich so die ersten 100, 120 Seiten, vielleicht sogar 150 Seiten, so ein bisschen zäh waren. Im zweiten Teil der Simon Snow-Reihe geht es wieder um Simon und um die vier Protagonisten, die ihm so am nächsten sind, wenn ich das jetzt mal so sagen möchte. Das Ganze spielt mehrere Monate, nachdem alle ihr letztes Schuljahr abgeschlossen haben. Der erste Teil hat ja in England gespielt und in diesem Teil geht es nach Amerika auf eine Quest. Das Ganze ist so ein bisschen eher ein Roadtrip, hat ein bisschen weniger magische Aspekte, fand ich, als im ersten Teil. Also es ging halt weniger um dieses magische Schule, wir müssen die komplette magische Welt retten, sondern eher um das Entdecken der magischen Welt in Amerika, die tatsächlich ein bisschen anders funktioniert, als wie sie eben in London bzw. in Großbritannien funktioniert hat für die Charaktere. Mir hat der Teil hier genauso gut gefallen, wenn nicht sogar fast noch ein bisschen besser. Er ist ein bisschen kürzer und vielleicht auch ein kleines bisschen mehr plot-driven, wenn man das so sagen möchte. Hat mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin jetzt sehr gespannt auf den finalen Band der Reihe, denn man wird so mit so einem klitzekleinen Cliffhanger dagelassen. Ist natürlich gut, damit man weiterlesen soll, aber wenn halt dann der finale Band noch nicht erschienen ist, ist das nicht ganz so toll. Hat mir auch sehr gut gefallen, wieder 4,5 von 5 Sternen. Und weil ich gerade in so einem Rainbow Rowell-Fieber war und das ist halt für mich diejenige Autorin, welche meines Erachtens, zumindest mit Fangirl, eine der schönsten Contemporary Romance-Buch-Liebesgeschichten irgendwie sowas geschrieben hat. Und weil ich mich halt einfach auch mit Carry On und mit Wayward Son so wohlgefühlt habe und das so wirkliche Comfort-Reads für mich gerade waren. Wir haben halt immer noch diese blöde Corona-Pandemie. Dachte ich, warum mache ich nicht gleich weiter mit Rainbow Rowell? Und habe dementsprechend Attachments von ihr gelesen. Das ist ein Buch, was zur Jahrtausendwende spielt, also 1999 bis 2000. Computer, das Internet, E-Mails ist so bei der großen breiten Masse noch nicht wirklich angekommen und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Hier geht es um zwei Freundinnen, die sich via E-Mail auf der Arbeit immer unterhalten und es geht um Lincoln, der in dieser Firma in der IT arbeitet und ja, es gibt so in diesem E-Mail-Programm quasi einen Spam-Filter, das heißt bestimmte Begriffe, wenn die verwendet werden, diese E-Mails landen da drin oder eben wenn zu viele E-Mails von zwei Personen hin und her geschickt werden, landet das auch darin. Und eigentlich ist es Lincolns Aufgabe dann, diejenige, welche in diesen Spam-Ordner fallen, darüber aufmerksam zu machen, dass sie eben einen Fehler begangen haben, dass sie sich nicht an die Richtlinien für das ganze E-Mail-Kommunikation, Gedöns etc. gehalten haben. Und bei diesen zwei Freundinnen, die regelmäßig da drin landen, versäumt das Lincoln irgendwie. Er versäumt diesen richtigen Zeitpunkt, das zu machen und liest immer weiter und verliebt sich auch in eine der beiden Damen. Und das erzählt dann so ein bisschen die Geschichte. Und oh, es war zuckersüß. Ich habe dem Ganzen 4 von 5 Sternen gegeben, hat mir richtig gut gefallen. Und last but not least dachte ich, okay, Shari, du kannst es ruhig zugeben, du bist momentan komplett in diesem Contemporary Fiction Game drin. Alles, was so mit Mid-20er bis Mid-30er Frauen, die in irgendeiner Art und Weise eine Liebeskrise haben, sind, was nicht zu sehr Chick-Lit ist, so Sophie Kinsella und so, ist nicht so meins, aber normale Charaktere, go for it. Du musst endlich dein Klassiker in der Hinsicht schlechthin lesen, weil ich auch die Verfilmung unfassbar liebe. Und wenn ich sage den Klassiker, dann meine ich Bridget Jones Diaries. Ich habe hier bisher nur den ersten Teil gelesen. Das hier ist eine Ausgabe von den ersten zwei Teilen. Also es gibt einmal Bridget Jones Diary und The Edge of Reason, was der zweite Teil ist. The Edge of Reason habe ich noch nicht gelesen, sondern nur Diary. Und den Film kann ich auswendig, Leute. Wirklich, das ist so mein absoluter, mir geht's beschissen, ich gucke diesen Film. Das ist, glaube ich, für viele ein bisschen untypisch für mich, weil ganz viele so denken, das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber Bridget Jones, die Filme,
sind einfach mein heiliger Gral. Ich glaube, die habe ich sogar schon öfter als Herr der Ringe und Harry Potter gesehen. Und ich verbinde auch mit den Filmen eine ganz, ganz enge Freundschaft mit meiner besten Freundin. Und ich habe nie die ersten zwei Bücher gelesen. Bridget Jones Baby und Mad About That Boy habe ich tatsächlich gelesen, aber nie die originalen ersten zwei Teile. Und es musste jetzt sein. Ich bin einfach gerade in dieser Phase, wo ich sowas lese und wo es mir unfassbar Spaß macht und ja, mir im Herzen ganz viel Sicherheit gibt in dieser nicht sicheren Zeit momentan. Also mich stresst diese ganze Pandemie doch sehr und ich bin sehr, sehr froh, dann wenigstens buchtechnisch da so Sicherheitsanker finden zu können mit solchen Geschichten und habe dementsprechend Bridget Jones Teil 1 gelesen. Ich habe dem Ganzen 4 von 5 Sternen gegeben. Ich muss sagen, an manchen Stellen fand ich das Buch besser, an manchen Filmen mag ich einfach die Pointiertheit vom Film ein bisschen mehr. Was ich aber unfassbar krass fand und was mir so nie aufgefallen ist und mir auch niemand gesagt hat, da bin ich jetzt ein bisschen sauer drüber, ist, dass hier schon echt viel feministisches Potenzial drin steckt. Also zu einer Zeit, wo Feminismus noch nicht so en vogue war, wo das Ganze hier geschrieben wurde, also 96 ist es erschienen, wird hier schon so mit so einem Augenzwinkern auf eben Feminismus gezeigt, auch eben auf diese Problematik, die eben bestimmte Modezeitschriften oder Lifestyle-Zeitschriften wie Cosmopolitan geben, die sich quasi in jeder Ausgabe irgendwie auch wieder selbst widersprechen und die neue Lösung für alles präsentieren. Großartig. Und ich bin seit dem Buch tatsächlich noch ein viel, viel größerer Fan von Shazza, einer der Freundinnen von Bridget Jones. Und generell liebe ich Bridget Jones jetzt noch mehr und auch auf eine andere Art und Weise. Und kann das tatsächlich jedem, der die Filme liebt, einfach nur absolut ans Herz legen, weil es ist nochmal anders und gut auf seine Art und Weise. Das war mein Lesemonat. Es ist, wie gesagt, absolut Contemporary Game. Und Spoiler Alert, es wird im nächsten Monat so weitergehen. Sorry for that, obwohl sorry not sorry. Ich lese einfach das, was mir gerade gut tut und das sind eben diese Contemporary Fiction Bücher. Wie sieht es bei euch aus, vor allen Dingen in Sachen Pandemie? Habt ihr bemerkt, dass ihr zu einen anderen Sachen tendiert momentan, die euch vielleicht ein bisschen mehr komforten? Oder geht ihr gerade besonders nach außen und wagt euch in andere Territorien? Schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare und auch eure Highlights aus dem letzten Monat. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, tschüss!